Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Immortal Redneck für die Switch. Wir spielen jetzt als Apis. Das heißt, wir haben uns wiederbeleben lassen. Man wird immer wiedergeboren hier. Deswegen Immortal auch, ne? Kunstauswahl. Da kann man auswählen, als wen man denn wiederkommen will. Ich habe Apis gewählt, Gott der Stärke, weil er ein bisschen höhere Sachen hat, ein paar andere Waffen hat. Finde ich ziemlich cool. So. Und als der gehen wir dann jetzt auch in diese Pyramide. Ob der jetzt so viel besser ist, wissen wir nicht. Aber er hat ein paar andere Waffen. Schauen wir mal. Mal schneller rein. Ich denke mal, das wird 32 Gold kosten, da reinzukommen. Wie immer. Immer das letzte Geld, was man hat. Das heißt, man kann mit keinem Geld reingehen. Also man kann sich das theoretisch gar nicht bunkern, das Geld. In dem Sinne. Jedes neue Stockwerk ist kleiner, aber schwieriger. Ah, okay. Da habe ich gemerkt. Also wie gesagt, bis zur Mitte der Pyramide würde ich gerne mal kommen. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt. Und ja, das ist so meine Aufgabe gerade. Beziehungsweise mein Auftrag. Erster Stock. So, wir kennen die Waffen ja nicht, aber ich nehme mal den Revolver als erstes. Okay. Ine Menu und raus ist der hier. Ah, cool. Na gut. Ups. Los geht's. War nicht schlecht. Okay, die Waffe ist gar nicht so verkehrt. Sollen wir die Railing, die Gatling Gun benutzen? Wissen wir mal, was die so ab kann. Okay, die brauchen ein bisschen Anlauf, aber die haut ganz gut rein, glaube ich. Wenn man die erstmal einen Schwung hat. Trotzdem nehmen wir jetzt noch, was ist das hier? Ein Granatwerfer wahrscheinlich, ne? Können wir die einfach losballern. Oh. Warte. Hat schon was, ne? So, wir gehen in die Tür hier oben. Cooler mit der Waffe schwingt. Okay. Okay, den sehen wir jetzt auch. Naja. Also gar nicht so schlecht die Waffe. Wie man sieht. Oh. Ah, scheint hier in der Ecke zu sein. Okay. So, Leute. Oh. Energie. Eine Munition fallen gelassen, ne? Können wir hier noch? Hab ich nicht bekommen? Ne, anscheinend nicht. Da sitzt auch noch einer, den habe ich gar nicht gesehen gerade eben. Hat er sich versteckt in der Ecke? Guck, guck. Aber auch nicht. Oh, ja, das liegt unten. Ja. Gut. War jetzt auch gar nicht so schwer, ne? Nach oben. Ja, ich weiß, du vermisst Kansas. Ach du, in der Tat. Kansas, wo bist du? Einmal mit den roten Schuhen an den Hacken geschlagen und schon ist man wieder in Kansas.
Okay, jetzt ein bisschen heller. Zweiter Stock zumindest schon mal reicht. Oh nein, jetzt habe ich die Dings freigesetzt. Ich depp. Wollte ich gar nicht. Na gut. Okay, welche Tür nehmen wir? Die? Na gut. Wie ich. Oh! Gar nicht so schlecht, meine Waffe hier. Hier treffen? Nein. Oh, oh. Nein, kann ich nicht. Na gut, dann müssen wir die Waffe hoch. Wir müssen uns mit dieser Waffe hier zufrieden geben. Erstmal. Shit. Also die sind ein bisschen stärker, deswegen wundere ich mich schon, warum ich zwei Schüsse jetzt mal brauche. Aber es liegt ja daran, dass ich ja... dass die ja stärker sind hier auf dem zweiten Stock, ne? Wenn wir dran denken müssen. So, zwei Türen. Soll ich mir nehmen? Und Axt. Und Energie. Perfekt. Okay, ich werde total nach. Ich werde total zurückgeschossen, wenn ich den die Gatling Gun benutze. Das ist halt zurückgedrängt und gespaced. So. Hier durchgehen. Okay, auch nachladen bitte. Oh. Okay. Mission? Was soll ich machen hier? Achso. Ah, okay. Schafft man noch niemals. Und nicht in der Zeit. Hat man normal die Chance dazu? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie beim letzten Mal. Das ist echt ärgerlich. Schafft man wahrscheinlich doch, aber ich schaff's nicht. Oh nein! Oh, scheiße. Oh, verdammte Axt. Das war jetzt richtig dumm. Kann man sie zurücksetzen? Nee, ne? Das ist ja echt ärgerlich. Oder gibt es eine Möglichkeit? Wahrscheinlich nur, wenn man das ganze Ding wieder zurücksetzt, ne? Da habe ich jetzt aber auch keinen Bock drauf.
Also wirklich nicht. Na gut. Gut. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt hin wollen, ne? Warte. Ach, wo komme ich denn hoch? Gut. Also hier nehmen wir die nächste Tür. Diese hier. Ne, warte mal, da war ja noch eine Tür. Die haben wir nicht genutzt. Ich höre Frösche, ich sehe sie bloß nicht, das gefällt mir nicht. Okay, da sind sie. Okay. Jetzt hier hinten wieder hoch. Wo geht's hin? So Quatschi-Kram. Warum muss ich den ganzen Weg hier hinlaufen, wenn hier nachher gar nichts ist, weißt du? Ja, das ist auch bestimmt nervig. Naja. Okay, die habe ich gar nicht gesehen, die Dinger. Ich höre sie immer durch, was ist das? Schlingern da irgendwelche Spieße von unten, die mich töten wollen. Da waren wir. Gehen wir hier rein. Zahltag erhöht das gefundene Gold. Oh, perfekt. Genau das was können wir immer gut gebrauchen. Ein Gegner. Wieso? Ich finde in diesen ganzen Vasen, die hier so rumstehen, hätte auch was drin sein können. Oder? Ein Gold, ein bisschen hiervon, davon. Ah, da oben ist ein Bau, okay. Ein schneller. Oh, verdammt, ich dachte, ich könnte. Ah, Mann. Einfach mal lass ihn runter, du blödes Viech. Zurück. Jetzt muss ich da hinterherlaufen, bis du tot bist. Sehr nervig. Da war einer. Oh. Aber man kriegt so langsam Energie wieder. Das ist nicht nett. War hier oben noch eine Tür oder so? Das ist gar nicht mehr. Ich habe eben gar nicht drauf geachtet. Im Eifer des Gefechts. Nee, aber hier ist eine Truhe. Nehmen wir die. Deine Waffen versuchen mehr Schaden, aber haben weniger Munition. Hm, na gut. Okay, eine AK-47, die kann man auch mal gebrauchen.
So, zwei Türen. Und die führt ins Verderben. Genug, erhöht deinen Angriff bei voller Gesundheit. Okay. Ja, viel mehr gab es ja auch nicht. Schade eigentlich. Ja, jetzt haben wir noch die letzte Tür hier, wo wir hin können. Das ist die da hinten. Dann hätten wir das Stockwerk fast abgeklappert, oder? Okay. Okay, andere Waffe. Blödes Vieh. Oh, da ist auch einer oben, ne? Wo sitzt denn da? Ach, da oben. Okay, der sitzt natürlich beschissen da oben. Aber warte, hab ich noch die. Nein, höher. Okay, oh. Ah! Der war natürlich total behindert. Da oben sitzt auch noch einer, ne? Den holen wir uns auch noch schnell. Ah nein, ich dachte, ich konnte noch die Munition einsammeln. Das konnte ich nicht. Ja, kaum Leben, kaum Energie. Ärgerlich. So, Waffe haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ah, das hilft mich jetzt ein bisschen. Oh. Nein. Give me some sugar, baby. Come on. Jetzt müssen wir schon erleben, ist ja noch, warte mal. Okay, ein paar Gegner müssen ja noch hier sein. Wo haben die sich verkrümelt? Jo, auf, genau. Doch gar nicht. Nein! Er hat mich von links getroffen. Ja, wesh. Aber guck mal, wir sind dicht dran, wir sind dicht dran. Wir sind dicht dran. Wir sind nicht dran. Mal gucken, wie viel Kohle wir eingesammelt haben. Dann lässt sich das Ganze leichter überschauen, was wir als nächstes machen. Ich würde, glaube ich, wieder als Apis kommen. Ich fand den ziemlich gut. So. So, 1111. Also, wir können auf jeden Fall mal Steak Upgrade machen. Wir auch mal, dass es ein bisschen höhere Gesundheit gibt. Sehr, erhalte schleudert einen Kugelblitz, Feinde erleiden Schaden, wenn sie sich treffen. Taserschwert, Tesla-Spule, elektrische Flammenwerfer. Die sehen würde ich den ganz gerne mal, deswegen nehmen wir den mal mit. Aber wir machen den Angriff auch ein bisschen höher. Das war's. Mehr können wir nicht machen. Ja Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und ja, beim nächsten Mal werden wir dann als Sess spielen. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.